Ah, hier wäre also das Los gewesen. Aber wo zur Hölle hätte ich da eigentlich anlegen sollen? Oder muss man zum Labyrinth hochklettern? Naja, mir kann das alles egal sein. Wir sind ganz einfach vom Akalla-Institut nach Irland geflogen und haben das Rätsel des Labyrinths gelöst. Jetzt müssen wir nur noch den Strand hier erkunden und dann geht's in ein neues Gebiet. Und zwar Richtung zweiter Titan. Wir wollen zum Todesberg. Ja, geil. Leuchtstein und dann kommt am Ende nur ein Feuerstein raus. Das ist Betrug. Aber hier hinten habe ich noch eine Felswand gesehen, die wir natürlich auf jeden Fall noch wegsprengen wollen. Ach, das ist ein Krog. Ich dachte, da würde es in den Berg reingehen. Naja, gut. Immerhin irgendwas Relevantes. Freue ich mich drüber. Wir haben schon über 280 Krogs. Gehen auf die 300 zu. Und ja, das ist dann ein Drittel. Ein Drittel, Leute. Nice, was? So, hier werde ich jetzt aber nicht weitergehen. Das ist mir dann doch ein bisschen too much. Wir erkunden die andere Seite des Strandes. Wobei, ich weiß nicht wirklich, ob man das ernsthaft Strand nennen kann. Klar, es ist schon einer, aber mit Strand verbinde ich mehr Sandstrand, Palmen und so. Das hier ist dann doch eher eine Küste. Ich glaube, es ist auch so deklariert, oder? Schau mal. Jo, Küste von Nord-Akalla. Das Licht kann weg, da haben wir schon alles erkundet. Ich glaube, wir waren sogar auch schon hier. Aber da, das da drüben, das sieht noch sehr, sehr interesting aus. Was haben wir denn da? Auf dem Weg gibt es auch einige Wächterleichen. Aber nicht alle sind wirklich tot, also aufgepasst. Ach, stimmt, die vier Steine da haben wir ja am Ende des letzten Parts noch gesehen. Auch die wollte ich unbedingt abbauen. Leuchtsteine sind sehr wichtig und sehr wertvoll. Und spätestens seit dem letzten Part wissen wir auch, dass die Rubine ziemlich wertvoll in dem Spiel sind. Wir können... Oh, shit. Wir können starke Rüstung bekommen, aber auch starke Waffen. Alles vom Professor im Akalla-Institut. Aber dafür brauchen wir eben nicht nur die Wächtergegenstände, sondern auch mächtig viel Asche. So, hier würde ich dann aber ganz gerne wieder klassisch kämpfen. Und krieg natürlich direkt aufs Maul, ist klar. Oh Mann, ey. Ja, ich will halt mein Wächterschild nicht immer dazu zwingen, sich jetzt einzumischen. Komm, trinken wir das Feenwasser. Das kriegt man, indem man einfach nur eine Fee kocht. Aber das reicht ja nicht ganz. Um den nächsten Hit zu überleben, sollte ich nochmal getroffen werden. Ich hoffe es natürlich nicht, aber man weiß halt nie, ne? Zerstör nicht meine Schilde, du Mistkerl. Okay, der hat gesessen. Und jetzt gibt's gleich noch einen hinterher mit dem Antikenschwert. Das wird dir gar nicht gefallen, was? Oh ja, das schlachtet ihn mega ab. Und by the way, ich vergesse irgendwie immer das Stasis-Modul. Dabei ist das doch jetzt richtig overpowered geworden. Und wir können damit dem Schwein alle Arme abschneiden. Oh, krass. Na, was machst du jetzt, so Assi? Nun bist du kein beweglicher Wächter mehr, sondern ein ganz, ganz jämmerlicher Lappen. Ein chancenloser Lappen. Mach ihn alle, Link. Oh, yes. Dem haben wir es so richtig gegeben. Und kriegen trotzdem keinen antiken Reaktorkern. Mano, ich brauche welche. Gibt's doch nicht. Hey, wo willst du hin? Wie kann eine Schraube bitte schön rollen? Oder war das jetzt der Wind? Ja, aber selbst wenn, es ist eine Schraube. Hallo, Metall. Schwer. Und da vorne ist noch so ein Trottel. Naja, das hatte Spaß gemacht, also. Warum nicht nochmal? Aber ich muss mir echt angewöhnen, Stasis häufiger zu verwenden. Auch gegen die Leunen soll es wohl sehr effektiv sein, habt ihr mir geschrieben. Ja, stimmt, weil wenn du sie paralysierst, oder halt einfach die Zeit anhältst, die Stunts, dann kannst du sie besser am Kopf treffen.
und somit leichter eliminieren. Oh nein, das Wächterschwert Plus ist zerbrochen. Das ist nicht gut. Ich hoffe, das antike Schwert hält ein bisschen länger durch. Weil die Drecksau da kann halt nur so zerstört werden. Friss das! Ja. Klar, wir können auch andere Waffen verwenden, aber die bringen halt kaum was gegen die Wächter. Da müssen wir schon den antiken Stuff wählen und ich fasse es nicht. Auch der hatte nicht das, was ich suche. Aua. Kannst du bitte aufhören, dich einzumischen, du Lackaffe? Ich habe einfach kein Glück. Und da ist hier nicht mal was. Kein Krog, keine Truhe. Nur Gegner. Und ein paar Muscheln. Wow. Ja gut, mindestens einen Krog habe ich mir ja noch markiert auf der Karte. Also den holen wir uns auf jeden. Müsste auch gleich kommen. Das sind dann hoffentlich alle hier an der Küste. Ich weiß es halt nicht, ne? Aber der dort vorne ist ganz eindeutig. Wir kriegen allerdings Besuch, wie ich sehe. Oder? Überlegt der Typ sich das anders? Kannst gern verschwinden. Hier braucht dich kein Mensch. Ist das der Cube? Nein, der ist im Wasser. Sag mal, hältst du mich für blöd? Na, warte. Komm raus da. Du wirst sterben! Arsch! Ich hab ihm eine Chance gegeben, ja? Das ist wie Son Goku und Freezer. Ich hab ihm die Chance gegeben zu gehen, aber nein! Er kehrte zurück und musste unbedingt angreifen. Hast du es nicht anders verdient? Ganz einfach. Ja, wohin jetzt? Wo ist denn das andere Muster? Wo ist das? Oder ist das das Muster? Ja, selbst wenn. Wo ist das Gegenstück? Manchmal sind die ziemlich weit voneinander entfernt. Alter, was zur Hölle? Vielleicht auf der anderen Seite. Ich schau gleich mal. Oh yeah, Rhodonit, Saphir und einige Bernsteine. Ja, damit. Ist das hier? Ja, also irgendwo muss es doch sein. Alter. Ihr wollt gar nicht wissen, wie viel Zeit ich jetzt mit diesem Krog verschwendet habe. Erstmal habe ich gesucht, wo ist das Gegenstück? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß noch nicht mal, ob es irgendeins gibt. Dann habe ich jetzt auch noch 10 Minuten probiert, den Scheißstein überall hinzustellen. Und es hat nicht funktioniert und jetzt auf einmal random hat das hier akzeptiert. Obwohl ich dieses Ding hier eigentlich schon 5-mal hingestellt habe. Ich weiß nicht, ob das vielleicht ein bisschen verbuggt ist oder so. Aber ich kapiere nicht, was zur Hölle hier abgegangen ist. Ist doch scheißegal. Hauptsache, wir haben den Dreckskrog jetzt endlich. Aber der gehört auf jeden Fall, wie einige andere, in die Hölle. Ja, jetzt möchte ich nochmal kurz zum Akala-Institut zurückgehen. Weil da gab es ja noch einen NPC, mit dem man sprechen sollte. Schon Wahnsinn, wie viel Zeit man mit so einem Krog verschwenden kann. Und da fällt mir gerade auf, wir waren noch gar nicht oben. Hat der Forscher auch ein Tagebuch? Aha. Und der NPC hat eine Nebenquest. Das habe ich mir schon fast gedacht. Hi. Morgen. Und Katschika. Ernsthaft?
Ich wollte nur Pura vom Mateno-Institut nachmachen. Du hältst mich jetzt wahrscheinlich für absolut bescheuert, oder? Ja. Nimm's mir nicht übel, Link. So bin ich halt. Und? Wie kann ich dir weiterhelfen? Wer bist du? Ich bin Jaren. Hey! Katschika! Ich bin Nachwuchsforscherin auf dem Gebiet der antiken Studien. Also konkret erforsche ich Schreine und so. Link, du musst einen Ort für mich untersuchen. Und zwar das linke Auge des Totenkopfteichs. Ich weiß, dass sich dort ein Schrein befindet, aber der Weg ist einfach zu schwer für mich. Das linke Auge des Totenkopfteichs ist übrigens das höher gelegene. Das rechte Auge liegt tiefer. Das siehst du dann. Es gibt da zwei Schreine? Guck ich gleich mal. Wer ist der Typ da? Robello beschäftigt sich als Forscher mit der Antike. Vor 100 Jahren erforschte er ein Schloss Hyrule die Wächter. Robello und mich, uns trennt mehr als ein halbes Jahrhundert. Aber nun ja, er ist mein Mann. Ja gut. Keine Grenzen für die Liebe, ne? Dein Mann? Ganz genau. Wir leiten das Akala-Institut zusammen, als Ehepaar. Wir haben übrigens auch einen Sohn. Hast du sonst noch Fragen? Dein Sohn? Ja, einen einzigen Sohn haben wir. Sein Name lautet Gracian. Hast du ihn unterwegs vielleicht getroffen? Nö, denke nicht. Wirklich? Sei freundlich zu ihm, wenn du ihn siehst. Ja, klar. Gut, dann schauen wir mal, ob diese Sidequest da irgendwie... Ach so. War das jetzt... Nee. Doch. Doch, das ist das, was wir schon gemacht haben. Das habe ich mir ja gerade auch schon gedacht. Lel. Dafür braucht es doch keine Schrein-Quest. Das sieht man doch, dass da ein Schrein ist. Naja, jedenfalls zählt sie jetzt direkt als geschafft. Wenn ich schon mal hier bin, kann ich auch gleich mal gucken, ob ich mir nicht vielleicht sogar wieder was leisten kann. Das könnte ich mir holen. Die Lanze könnte ich mir holen. Könnte ich mir auch schon was an Ausrüstung holen? Ja. Könnte ich. Der Hut hat halt schon Style, ne? Komm, den nehmen wir mal. Oder warte. Warte, ein kurzer Blick noch. Wir haben doch... Genau, wir haben hier schon dieses Diamantstirnband. Das gibt mir auch antike Abwehr. Dann sollte ich mir vielleicht erstmal das Gewand kaufen. Dann kann ich nämlich im Kampf gegen Wächter zwei Sachen anziehen, die gegen antike Waffen resistent wirken. Jo, machen wir das. 2000 Rubine sind dann zwar weg und ziemlich viel Zeugs, aber ist halt so. Vorgang läuft. Piep, 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 piep. So, dann haben wir dieses antike Gewand. Schaut doch bestimmt stylisch aus, oder? Yeah, wow, krass. Ich freue mich schon, wenn wir das komplette Set haben. Ist ja richtig heftig. Da ist ein Buch. Lesen. Erste Seite. 100 Jahre ist es nun her. Prinzessin Zelda war gerade von der Verheerung Ganon verschluckt worden. Zusammen mit Fräulein Pura hatte ich Link im Schrein des Lebens zur Ruhe gelegt. Pura und ich ließen Impa allein in Kakariko zurück. Wenn wir alle drei dort geblieben wären, hätte die Gefahr bestanden, dass Ganon uns alle auf einen Schlag auslöscht. Dann hätte niemand mehr Zeldas Worte an Link weitergeben können, wenn dieser eines Tages erwachte. Es war eine Fügung des Schicksals, dass wir in Likluda und in Akala vorkommen, antiker Energie entdeckten. An diesen Orten könnten wir auch außerhalb von Schloss Hyrule weiter erforschen, wie man Ganon versiegeln kann. Ein Schere-Stein-Papier-Spiel mit Fräulein Pura entschied, dass ich mich in Akala niederlassen würde. Okay. Ich war bereit, nach Akala zu ziehen, doch zuerst brachte ich Fräulein Pura zur antiken Energiequelle in Likluda. Sie hatte herumgequengelt, dass ich sie doch nicht ganz allein durch halb Hyrule reisen lassen könnte. Schön klug. Wenn nur dieser kindische Trotz nicht wäre, ich würde sie ohne zu zögern zur perfekten Frau erklären. Bro, dieses Buch sollte deine Frau niemals lesen, ne? Doch kehren wir von diesen persönlichen Betrachtungen zum großen Ganzen zurück. Wir luden also ihren Leitstein, den wir in Schloss Hyrule genutzt hatten, auf den Wagen. Vereinbarten mit Impa ein Wiedersehen und sagten Kakariko fürs erste Adieu.
Wir überquerten die Narisha-Höhen in südlicher Richtung und setzten über den Shiela-See. Nachdem wir die Bacanera-Ebene hinter uns gelassen hatten, erblickten wir sie, die Hateno-Festung. Dort war Link im Kampf gegen eine Armee von Wächtern gefallen. Oh, tatsächlich? Dort ist das passiert? Hm. König Groam hatte von seinen Schwertkünsten erfahren und ihn zu Prinzessin Zeldas Leibwächter ernannt. Doch im Angesicht einer solchen Anzahl von Wächtern konnte auch dieser sagenhafte Kämpfer nichts ausrichten. Verzeih mir, Link. Als größter Experte auf dem Gebiet der Wächterforschung hätte ich all dies vielleicht verhindern können, wenn ich ihm nur eine geeignete Waffe zur Bekämpfung der Wächter zur Verfügung hätte stellen können. Diese Gedanken gingen mir durch den Kopf, während wir vor den unzähligen zerstörten Wächtern standen. Während ich auf diese Weise von meinen Gefühlen übermannt wurde, verlor ich Fräulein Pura aus den Augen. Doch von hier aus war der restliche Weg nach Ateno vergleichsweise sicher. Die ganze Region war von der großen Verheerung überwiegend verschont geblieben. So beschloss ich, Fräulein Pura allein weiterziehen zu lassen, ein Abschied ohne Worte. Ich wiederum lenkte meine Schritte zurück nach Kakariko. Nachdem ich mich so von Fräulein Pura getrennt hatte, war es Zeit für mich, gen Akala zu ziehen. Nachdem ich in Kakariko den verbleibenden Leitstein auf den Wagen geladen hatte, brach ich auf. Ich ließ die Hess und den Dray-Pfad hinter mir und überquerte schließlich die Brücke von Akala. In diesem Meer aus roten Blättern überwand ich den Alpa-Pass und zog im Eldra-Kessel nach Norden. Akala ist bekannt dafür, dass es dort so gut wie gar nichts gibt, und in diesem Fall war ich froh darum. Ein paar vereinzelte Wächter griffen mich unterwegs an, aber als Profi konnte ich sie im Handumdrehen deaktivieren. Schließlich erreichte ich den Leuchtturm von Akala, wo ich den Leitstein ablud. Um die Bewegungen der Monster im Auge zu behalten, gab es keinen geeigneteren Ort als einen Leuchtturm. Ich beschloss, mich hier einzurichten. So setzte ich also endlich in süßer Einsamkeit meine Forschungen fort. Für den Tag, an dem Link erwachen würde, wollte ich alles über antike Ausrüstung wissen, was es zu wissen gab. Vom Welke-Plateau die blaue Flamme holen, Materialien einschmelzen, antike Ausrüstung schmieden. Ich schuftete von morgen bis abends und ein Tag glich dem nächsten, ohne dass ich große Fortschritte machte. Da kam ich auf eine Idee. Ich würde die Verarbeitungsprozesse der Materialien automatisieren. Sofort machte ich mich daran, den Leitstein umzubauen. Wenn man antike Materialien hineingäbe, würde er diese automatisch verarbeiten. Ich taufte diese Maschine auf den Namen meiner ersten Liebe, Cherry. Man würde Cherry antike Materialien überreichen und dafür antike Ausrüstung bekommen. Eine geniale Idee! Nach einigen Jahren harter Arbeit war aus dem Leitstein meine Cherry geworden. Doch auch nach diesem Triumph konnte ich schlecht meine Hände in den Schoß legen. Sie konnte nun Materialien verarbeiten, aber noch nicht direkt antike Ausrüstung daraus herstellen. Und wo ich schon einmal dabei war, wäre es nicht schön, wenn Cherry sprechen könnte? Vielleicht war es der Wahnsinn der Abgeschiedenheit, der mich auf diese seltsame Idee gebracht hatte. Die automatische Fertigung von antiker Ausrüstung stellte sich als ein so gut wie unlösbares Problem heraus. Ich verlor ganze Jahrzehnte mit der Arbeit an diesem Projekt. Meine Fehler sind zu zahlreich, um sie zu benennen. So musste ich Verbesserungen von Cherry vorerst aufgeben. Eines Tages, ich war schon über 90 Jahre alt, stand eine junge Frau vor meiner Tür. Ihr Name war Jaren. Nachdem sie bei Fräulein Pura in die Lehre gegangen war, hatte Impa sie zu mir geschickt. Sie stellte sich als überaus fähige Assistentin heraus. Sie brachte zuverlässig die blaue Flamme vom Welke-Plateau hierher, überarbeitete Cherrys Baupläne. Allein, dass sie ohne Begleitung von Kakariko nach Akala gekommen war, bezeugt schon ihre Fertigkeiten. Wir wohnten lange dort zusammen und eines Tages nahm ich sie zur Frau. Durch Jarens Hilfe lernte Cherry antike Ausrüstung herzustellen und zu sprechen. Sie überwand die Grenzen einer Maschine und führte bald intelligentere Konversationen als die meisten Heilianer. Ha. Wenn man sie mit einem Morgen grüßte, erwiderte sie, einen schönen guten Morgen, mein Herr und Meister. Fragte man sie, wo man ein bestimmtes Buch abgestellt hatte, konnte sie die genaue Position im Regal benennen. Bisweilen bat sie ganz höflich, könnt ihr bitte das Feuer der Feuerschale ein wenig anfachen, Herr? Das hieß, ich musste jedes Mal die blaue Flamme vom Welke-Plateau holen gehen, aber natürlich tat ich das gern. Wer könnte nicht von Cherry ganz verzaubert sein, wenn sie mit solcher Liebenswürdigkeit sprach? Doch es gab jemanden, der sich mehr und mehr daran störte.
Meine Unterhaltungen mit Cherry beobachtete sie zunehmend mit Eifersucht. Meine gute Frau. Namens Jaren. Es quälte sie, dass ihr Mann so freundschaftlich mit einer anderen Frau umging. Dass ihre Rivalin nur eine Maschine war, spielte dabei keine Rolle. Typisch Frau. Erst als sie mir mit Tränen in den Augen ihre Eifersucht zum Ausdruck brachte, verstand ich, was los war. Jaren hatte Cherry zum großen Teil selbst konstruiert, doch nun brachte ihre Kreatur ihr Kummer. Ich beschloss, Cherry die Worte, die ihr Jaren verliehen hatte, wiederzunehmen. Sie sollte primitiv sprechen, wie zuvor. So löschte ich also den entsprechenden Teil des Speichers in Cherrys künstlichem Gehirn. Jedes Mal, wenn ich den Namen Cherry aussprach, trübte sich Jarens Laune. Folglich verbot ich mir ganz, Cherry in den Mund zu nehmen und ersann die Bezeichnung Chica-Ofen. Kurze Zeit später brachte Jaren einen gesunden Jungen zur Welt, der sehr nach seiner Mutter kam. Wir nannten ihn Gracian und lebten zu dritt, unsere Maschine nicht mitgezählt, hier im Akala-Institut. Inmitten des brüchigen Friedens, den Prinzessin Zelda aus ihrem Kampf gegen die Verheerung erkauft hatte. Als Gracian an die 3 Jahre alt war, erreichte uns unerwartet ein Brief von Fräulein Pura. Sie teilte mir mit, dass sie einen Weg gefunden habe, das Stasis-Modul und auch die übrigen Module zu verbessern. Seit unserem Abschied an der Hateno-Festung hatte ich sie nicht mehr gesehen. Jahrzehnte waren vergangen. Ich erinnerte mich daran, dass sie in ihrem letzten Brief von einem Assistenten berichtet hatte. Dieser war aus Kakariko zu ihr geschickt worden, doch sie bezeichnete ihn als absolut nutzlos. Auch ich hatte keine Zeit, in Frieden vor mich hinzuleben. Ich musste die Erforschung antiker Ausrüstung vorantreiben. Gracian schoss wie ein Pilz in die Höhe, bis er schließlich ein stattlicher Bursche war, der mich überragte. Beim Tragen der blauen Flamme vom Welke-Plateau zum Institut stellte er sich überaus geschickt an. So schlug ich ihm vor, er solle auf eine Reise durch ganz Hyrule gehen, um seine Fähigkeiten weiter auszubilden. Gracian war immer sehr eigenständig gewesen, dennoch war ich erstaunt, als er noch am selben Tag aufbrach. Einige Tage zuvor hatte ich bei Fräulein Pura angefragt, ob ich nicht Gracian als Lehrling zu ihr senden könnte. Zurück kam ein Brief, in dem nur ein Satz stand. Schick niemanden her. Ich frage mich, was sie wohl zu dieser Antwort veranlasst hatte. Ja, das war dann wohl alles, was man hier lesen konnte. War ja auch mehr als genug, aber ich mag sowas. Da kriegt man schönes Hintergrundwissen, das ja auch dazu gehört. So versteht man die einzelnen Handlungen der Charaktere etwas besser und natürlich auch, was in Hyrule geschehen ist. Ziemlich interessanter Stuff, den wir da erfahren haben. Das war ja jetzt schon sein Tagebuch. Ich frage mich aber, ob hier dennoch noch irgendwo etwas zu finden ist. Nein, es wird doch wohl nicht umsonst hier raufgehen, oder? Auf diesen alten Leuchtturm. Da ist eine Leiter. Und noch eine. Da oben sonnt er sich, oder was? Hier kann man sich durchaus eine Auszeit gönnen. Warum nicht? Ach, und da ist auch ein ein Krog, der den Platz wohl warm hält, bis der Forscher kommt. Oder seine Frau. Ich weiß ja nicht, wer hier oben chillt. Ja, gut. Dann sind wir jetzt endgültig fertig mit Akala. Und wir machen weiter. In diesem Gebiet. Auf geht's zum Turm des Todesbergs. Bevor wir irgendetwas machen, werden wir den Turm ansteuern. Das habe ich gelernt. Und so will ich auch weiterverfahren. Aber wurden wir nicht gewarnt? Wir sollen nicht gehen ohne entsprechenden Hitzeschutz? Naja, einen Trank habe ich ja bekommen. Der könnte ausreichen. Hoffe ich zumindest. Denn einfach wird's nicht.
Ganze ist ja auch etwas weiter weg. Oder? Ja klar, es sieht von hier aus ganz nah aus, aber da musst du auch erstmal hochklettern. Da drüben brüchige Steine, die können wir auf jeden Fall gleich mitnehmen. Hier ist nix. Nee. Heiße Quellen. Oh. Da würde ich ja ganz gerne baden gehen, wenn ich ehrlich sein soll. Sollen wir dann nicht lieber den normalen Weg hochnehmen? Ja gut, da vorne ist ein Krog, den können wir noch einsammeln. Mal kurz gucken, was sich hier drunter verbirgt. Gleich noch einer, oder was? Ja. Okay. Sehr gut. Warum auch nicht? Strauße! Sind auch am Start. Keine Sorge, ich tue euch doch nichts. Wenn ihr mir auch nichts tut, dann werden wir Freunde. Okay. Also. Ich glaube, das soll einen Kaktus darstellen, oder? Mit viel Fantasie. Ich denke, es kommt da rein. Oder nicht? Ne? Hier? Dann halt da. Soll mir recht sein. Ja, ich glaube, ich nehme dann doch den normalen Weg. Also, das heißt, wir gehen jetzt durch den Eingang da. Ist ja eh da unten. Und nehmen mein kurzes Bad. Ach, siehst du, da ist ja noch ein Crowny. Weil wieder besonders fündig. Allerdings auch nicht wirklich schwer in einem neuen Gebiet. Klar, findest du da erstmal reihenweise Stuff. Bin mal gespannt, ab wann es brutal heiß wird. Also wann wir gezwungen werden, die Medizin zu nehmen. Ich hoffe, das dauert noch ein wenig. Was steht denn genau auf dem Schild? Todesberg Etappe 1, Beginn des Bergpfads. Okay, also Temperatur hält sich noch in Grenzen, wenn man mal aufs Thermometer schaut. Da passt alles. Der Vogel dort vorne könnte neu sein. Oder habe ich nicht sogar schon einen eine Feuertaube, genau, habe ich schon fotografiert. Heiße Quellen sollen einen heilen, habe ich gelesen, aber uns geht's ja gut. In jedem Fall würde ich jetzt ganz gerne mit Link tauschen. So viel steht mal fest. So, da in der Richtung ist der Turm. Also ich nehme mal an, dass der normale Weg mich auf jeden Fall zum Turm führen wird. Oder? Alles andere wäre ja doch ein bisschen kurios. Daher... sollte es keine falsche Entscheidung sein, einfach mal dem normalen Pfad zu folgen. Den ganzen Stuff da unten skippe ich jetzt einfach mal, wobei ich mir auch gar nicht sicher bin, ob da überhaupt irgendwas ist. Naja, kann schon sein. Auf der anderen Seite haben wir ja auch nochmal heiße Quellen. Ja, Todesberg erkunden. Ich kann mir auch einfacheres vorstellen. Das wird eine ganz besondere Mission. Knochenmoblanze, nee, danke. Bäume sind logischerweise auch alle abgebrannt. Wundert mich, dass da überhaupt noch irgendwas steht. Aber gut. Noch ist es ja nicht bullenheiß. Also, Temperatur hält sich noch in Grenzen. Meine Dummheit allerdings nicht. Ist doch klar, dass ich da ohne das Klettergewand nicht hochkomme. Kannst du bitte aufhören, jetzt abzusinken? Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass das hier Lava ist. Ein Schrein kündigt sich auch schon an. Oh, cool. Habe ich auf jeden Fall voll Bock drauf. Bin mir fast sicher, dass da oben auch noch irgendwo ein Krog auf mich wartet. Aber das werden wir dann gemeinsam im nächsten Part schon rausfinden. Ich hoffe, ihr habt Bock auf den Todesberg. Wenn ja, schaltet die nächste Folge wieder. What the f... Was macht der da? Oh Gott. Bis zum nächsten Part.